In der Notaufnahme kümmert sich Arzt Patrick Berger jetzt um einen Hobby-Bodybuilder, der nach einem Unfall im Fitnessstudio von seiner Ehefrau in die Klinik gebracht wurde. Frau Römer, erzählen Sie noch mal selbst, was ist passiert? Stimm das mal ab hier. Also ich war trainieren und da habe ich mich mal wieder überschätzt. Ja. Dann bin ich irgendwie ausgerutscht. Und dann war der Seil irgendwie da. Au, au weh. Uiuiui. Ja, das ist nicht so schlimm. Naja, also, das sieht ja wirklich übel aus. Ja, das eitert. Also, es ist auf jeden Fall entzündet. Das bedeutet, dass der Paketbote nicht sofort nach dem Unfall in die Klinik gekommen ist. Das hat jetzt ein Nachspiel für den 28-Jährigen. So, dann müssen Sie jetzt auf jeden Fall einfach mal hier bleiben, zumindest über eine Nacht. Sie kriegen gleich ein Antibiotikum. Nee. Weil sich das entzündet hat. Ja, Sie kriegen jetzt gleich ein Penicillin. Ich habe dir doch gesagt, wir sollen nicht herkommen. Und ja, das kann gefährlich werden. Da hat Ihre Frau schon recht gehabt, dass Sie hergekommen sind. Okay, das kann wirklich komplett ins Auge gehen. Ja? Nee. Ist es so schlimm, oder? Ja, es sieht übel aus. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, Herr Römer im Krankenhaus zu behalten, weil wir einen Infekt hatten, der bei Herrn Römer vorlag, den wir mit Antibiotika behandelten. Und normalerweise reicht es bei so einer Verletzung, mit der Herr Römer zunächst auftauchte, die Wunde zu desinfizieren und mit Antibiotika zu versorgen. Bei Herrn Römer war diese standardmäßige Notfallaufnahme allerdings ein Prozedere, das sich im Verlauf als lebensrettend erweisen sollte. Die Nacht verläuft zunächst ruhig, doch am nächsten Morgen wird im Zimmer des 28-Jährigen der Alarmknopf betätigt. Das ist das Zimmer von Herrn Römer, ne? Dessen Bettnachbar hat den Alarm ausgelöst, weil sein Zimmergenosse plötzlich vor Schmerz aufgestöhnt und halluziniert hat. Der Grund dafür ist schockierend. Uiuiui. Das ist aber deutlich mehr geworden. Das Antibiotikum hat wohl nicht angeschlagen. Der Blutdruck ist sehr niedrig, 90 zu 40. Okay, kannst du gar keine Infektion organisieren. Das sieht aber deutlich, deutlich progredient aus. Also es hat sich weiterentwickelt. Die Infektion hat sich deutlich weiterentwickelt. Okay. Was soll ich organisieren? Ich hab dich nicht verstanden. Wir machen gleich noch mal Flüssigkeit rein, sobald die durch ist. Ja. Okay. Wir brauchen gleich mal einen Abstrich, bitte. Okay, das müssen wir auch machen. Das scheint so, als hätte das Antibiotikum nicht gewirkt. Das bedeutet, dass der Keim, der diese Wunde befallen hat, hat sich an das Antibiotikum gewöhnt, ist ein sogenannter resistenter Keim. Das Antibiotikum wirkt nicht. Ja? Das sieht ziemlich übel aus. Die meisten multiresistenten Bakterien kommen vor allem durch die Tierzucht zustande. Und zwar dadurch, dass in der Masttierhaltung reichlich Antibiotika eingesetzt werden, die dann letztendlich irgendwann in der Nahrungskette auch im Menschen landen. Diese werden langsam zu einem wirklichen Problem, da es durchaus multiresistente Keime gibt, die auch auf die sogenannten Reserveantibiotika, also die Antibiotika, die man dann nimmt, wenn alle anderen versagen, nicht mehr ansprechen. Und das bringt die Patienten zusätzlich in Lebensgefahr. Es könnte durchaus sein, dass wir da operativ den Arm abnehmen müssen, wenn das weitergeht. Zimmer isolieren? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ihn isolieren. Und gleich darauf gibt es für den 28-jährigen Patienten schon die nächste schlechte Nachricht. Wir müssten ihn notfallmäßig operieren gleich. Das Ganze müsste ausgespült werden, einmal komplett grundgereinigt werden. Da kommen wir so nicht dran. Ja, nein, jetzt sofort. Ihr müsst ihn sofort vorziehen. Am Empfang bittet Patrick Berger seine Kollegin dringend, die Ehefrau des Patienten zu informieren. Schon 30 Minuten später trifft die ahnungslose Frau in der Klinik ein. Wir haben ihn ja gestern aufgenommen wegen dieser Schulterverletzung. Ja. Die ist ganz, ganz massiv in den letzten Stunden weiter fortgeschritten. Ja, das hat sich ganz, ganz schwer entzündet. Wir müssen sie jetzt einmal einkleiden, weil wir nämlich davon ausgehen, dass das Antibiotikum nicht gegriffen hat. Es kommt im Alltag der Klinik sehr häufig vor, dass wir mit immer mehr Resistenzen konfrontiert werden und dass wir durchaus an unsere Grenzen kommen, was die Behandlung von Patienten angeht. Und leider ist es durchaus der Fall, dass bereits Patienten nicht mehr therapiert werden konnten. Und wenn sich in Zukunft an dem Einsatz der Antibiotika in der Tiermast nichts ändert, wird es mehr schwere Verläufe geben, die immer häufiger zum Tod führen und wo wir als Ärzte quasi den Patienten nicht mehr adäquat behandeln können. Das heißt, was bedeutet das? Wenn sich die Entzündung fortschreitet, wird man den Arm amputieren müssen. Was? Doch der Patient will einer Amputation unter keinen Umständen zustimmen. Die Ehefrau soll ihm jetzt ins Gewissen reden. Denn wenn er sich weiterhin weigert, könnte er sterben. Robert! Stopp, ganz, ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Robert, komm, Chirurg ist hier gerade dabei am... Kommen Sie mal her, wir versorgen gerade die Wunde, ja? Mhm. Okay. Nein.
Kann hier vielleicht die Hand nehmen, ja? So, okay. Okay, Herr Kollege, wie ist der Status? So, erstens mal hat die Entzündung stark zugenommen. Ja. Versuchen wir jetzt noch nicht zu bewegen. Ist ziemlich vereitert, also das Antibiotikum hat mit Sicherheit nicht geholfen. Was war das Penicillin jetzt? Das war das Penicillin, ja. Bis in die 1940er Jahre blieb uns nichts anderes übrig, als solche Wunden, infizierten Wunden, massiv auszuschneiden. Denn sonst blieb uns nur die Amputation. Auch heute, wir haben zwar Antibiotika, aber wenn es ein multiresistenter Keim ist, wie in diesem Fall, bleibt, wenn Antibiotikum nicht wirkt, nur noch die massive Ausschneidung oder die Amputation, um das Leben des Patienten zu retten. Lass mir den Arm nicht abschneiden. Sollen Sie das würden Ihnen eventuell das Leben retten, Herr Römer? Erstmal nicht verrückt machen, ja? Herr Römer, das würden Ihnen eventuell das Leben retten, ja? Ich will nicht leben, also ich brauche zwei Arme, okay? Das ist eine schwere Infektion, Herr Römer. Ich bin Bodybuilder, ich brauche meine zwei Arme. Herr Römer, es ist eine schwere Infektion, die hat sich zur Blutvergiftung ausgebreitet. Wir versuchen das jetzt mit einem Antibiotikum. Wenn das nicht klappt, müssen wir aber auf das Schlimmste vorbereitet sein. Und das bedeutet, das ist die Amputation. Sonst sterben Sie. Im schlimmsten Fall, Schatz, wirklich, die geben ihr Bestes. Aber so im allergrößten Notfall. Kollege, es ist das ganz Labor. Einfach. Ja, Berger. Der Arzt erhält die Info, dass der Keim, der den Arm des Patienten befallen hat, ein besonders schwer behandelbarer ist. Also der Wundabstrich ist da. Wir haben noch kein Resistogramm, aber definitiv ein MRSA. MRSA, okay. Dann also, bleibt das dritte Generation Cephalosporin. Lassen wir drin, ne? Ja. Ja, alles klar. Herr Römer, das Antibiotikum, das wir jetzt nehmen, ob das wirkt, das wird sich erst im Verlauf zeigen. Ja, er ist noch nicht über den Berg. Und bitte versuchen Sie ihn dazu zu überreden, sich auch notfalls einer Operation zu unterziehen, weil das könnte ihm wirklich das Leben retten. Ja? Dadurch, dass das erste Antibiotikum bei Herrn Römer nicht zum gewünschten Effekt führte und die Infektion eindämmte, wählten wir ein Reserveantibiotikum für den Patienten. Dieses Reserveantibiotikum kann durchaus zu schweren Nebenwirkungen führen. Aber es war die einzige Möglichkeit, Herrn Römer vor einer Operation, einer eventuellen Amputation zunächst einmal zu bewahren. Es sollte sich aber im Verlauf zeigen, ob es überhaupt greifen würde. Es vergehen 8 lange Stunden, in denen sowohl die Ehefrau als auch Dr. Urs Heinemann und Schwester Amelia nicht von der Seite des Patienten weichen und ihn genau beobachten. Was macht die Wunde? Die Rötung ist zurückgegangen, deutlich. Ja. Nee? Auch keine Eiterbildung mehr, ne? Nein, die Eiterbildung ist weg. Ja. Und da scheint ein Heilungsprozess angefangen zu haben. Wie machen wir das von chirurgischer Seite jetzt weiter? Weiter einfach Wundkontrollen? Wollt ihr wir noch machen mal jetzt einfach nur Wundkontrolle. Ich mache jetzt einfach nur jeden Tag Wundkontrolle. Okay. Komm morgens vorbei, spül das, was noch da ist. Und alles klar. Dann geht das, ne? Ja, perfekt, okay. Gut. Die Blutergebnisse von heute Morgen sind auch schon da. Die sehen auch schon deutlich besser aus. Die Entzündungswerte sind rückläufig, ja. Das bedeutet, allen Anschein nach hat das Antibiotikum jetzt erstmal gegriffen. Problem ist natürlich, die Keime, die da drin sind, sind immer noch da drin, ja. Und auch die können noch weitere Resistenzen entwickeln. Das bedeutet, dass man eventuell, wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt, nochmal ein Antibiotikum wechseln muss, weil sich die Keime an das Antibiotikum gewöhnen. Deshalb würde ich jetzt erstmal ganz vorsichtig sein, auch noch nicht irgendeine feste Prognose abgeben, dass er definitiv jetzt nächste Woche wieder Hantel trainieren kann, okay? Ja, vorsichtig, guter Dinge sind wir, ja, aber es bleibt gefährlich. Sie hatten gestern da was mit dem Fitnesscenter erwähnt. Genau. Also da denke ich mal, werden wir das Gesundheitsamt mal einschalten, dass die mal nach dem Rechten gucken. Dieser Keim kommt aber überall vor. Also den hat jeder Zweite im Mund-Nase-Rachenraum, den hat man in den Achseln, den hat man in den Leisten. Nur normalerweise tut er nichts. Es sei denn, es entsteht halt so eine Hautverletzung, wo der Keim dann aus der Haut, wo er reingehört oder auch drauf gehört, in tiefere Gewebsschichten eindringt. Und dann passiert sowas, wie Sie es haben, immer noch, auch wenn es Ihnen besser geht, so eine Blutvergiftung, die dann wirklich tödlich enden kann. Der 28-Jährige hat sich vollständig von seiner Infektion erholt und konnte die Klinik nach 2 Wochen verlassen. Sein Zimmernachbar hat sich zum Glück nicht infiziert. Das Fitnessstudio ist inzwischen geschlossen.